Herzlich willkommen bei Session Musik. Ich bin der Thomas und ich wollte euch jetzt hier mal die neue Orgel, die Nummer-Orgel von Studio Logic vorstellen. Das ist eine typische Hammond B3-Imitation. Wie man es kennt von der Hammond, mit diesem wunderbaren Leslie-Schalter hier fürs Leslie Slow und Fast. 9 Zugriegeleinheiten. Ja, alle Bedienelemente, die wichtigsten Parameter hier direkt im Zugriff. Und jetzt will ich euch mal einfach mal ein paar Soundbeispiele bringen und los geht's. Also, das war der Preset-Sound hier Nummer 4. Das könnt ihr super anwählen hier, wie bei der echten B3. Ich drücke hier die Taste und ihr seht, welcher Preset hier angewählt wird. Ich habe jetzt einen 4er gehabt, jetzt noch ein Soundbeispiel mal mit dem 9er hier. Das ist ein sehr schöner Sound. Ja, das könnt ihr auch frei programmieren natürlich auch. Diese Presets könnt ihr überschreiben. Und man kann es hier splitten. Ist auch sehr schön. On, off, zack. Und schon hat man einen Split-Sound. Hier zum Beispiel einen Bass-Sound oder hier oben einen anderen Sound. Ihr könnt auch direkt die Zugriegel hier mit Upper und Lower verstellen. Für die linke Hand die Zugriegeleinheit und hier mit der Upper oder Lower rechte Hand Zugriegeleinheit. Ansonsten, sie klingt sehr, sehr schön warm und analog. Eine sehr schöne Orgel. Nochmal, hier habe ich meinen Drive. Also alle wichtigen Parameter habe ich hier liegen, wie Hall. Ja, zum Beispiel. Jetzt habe ich einen verschiedenen Hall. Jetzt mache ich mal Leslie hier. Jetzt kann ich hier auch sofort anwählen, was ich hier verändern will mit meinen Zugriegeln. Oder hier unsere Percussion einfach an und dann habe ich auch sofort eine Percussion. Slow, fast, soft oder stärker die Percussion. Alles wie bei der echten Orgel. Also ein gelungenes Produkt, klingt sehr, sehr schön. Einfach vorbeikommen im Geschäft und Tests an. Eine sehr schöne Orgel. Wir haben sehr viel Auswahl an Orgel, test es zusammen, 33 Tage Rückgaberecht, 66 Tage Umtauschrecht und wir sehen uns. Tschüss!